Guten Tag, willkommen zum Video. Heute soll ja mal Thema sein. Heute wollen wir ein paar Videos auf YouTube mal angucken. Und zwar, wir suchen heute mal, was ich geguckt habe, mal ganz was Neues. Und zwar, wir suchen heute Windows 11. Weil es war angekündigt gewesen. Es war angekündigt, das soll bald kommen. Und zwar, wir gucken das Video einfach mal an. Und zwar, machen wir mal die Ton aus. Und zwar, hier steht da drin, dass man hier Windows 11 bald angekündigt wird. Hier steht es hier, der Kegelmarker. Hier soll das Betriebssystem ja aus den Micro, also von Microsoft, dass die Spiele ja hier, sieht der Xbox und solche Sachen. Und dann, also heißt mit Windows 11. Wenn man jetzt hier was googeln, zum Beispiel, bitte nicht wundern, was im Hintergrund was läuft. Das ist mein Ventilator. Nicht wundern, das ist ein bisschen frische Luft, aber es ist sehr angenehm. Unser Windows 11 kommt, ist schon angekündigt. Das heißt, es wird angekündigt. Was die Leute schreiben hier. Also da könnt ihr nochmal drüber gucken. Dann habe ich noch anderes. Da können wir mal Betriebssystem. Ach Mann. Betriebssystem. Mal gucken wir mal. System schreiben. Unter System. Unter System. System Windows 11. Es soll so aussehen, aber wenn natürlich Windows 10 schon angekündigt, Windows 11 schon angekündigt ist. Natürlich hätte ich mal einen Trailer rauspacken können. Können wir auch mal suchen. 11 Trailer, da ist es doch. Ein Trailer angucken könnten. Offizieller Trailer von Windows 11. Und zwar jetzt, ach, hier kommt das Videoqualität ja. Ach du Scheiße. Ja, aha, das ist Upgrade, ja genau. Guck, alles in USB-Stick ziehen und da kommt man gar nicht dran. Also man kommt gar nicht dran. Ja. Boah, ich merke hier richtig gute Luft. Man merkt das. Willkommen, ich will mir alles mit Windows 11 sehen. Ah, geil. Sieht aber ganz gut aus. Muss eigentlich stabil sein. Aber die Auflösung, warum? Die Auflösung ist ja nicht so gut, aber egal, aber ist es halt das Video nur 27p nur gemacht worden. Aber steht der offizielle Trailer, steht da hier. Gucken wir mal, das auch. Das hat auch. Oh, ey. Ich will einen offiziellen Trailer haben. Und der besten Qualität. Ah, okay. Also Leute, man hat doch angeschrieben, dass Windows 11 bald rauskommt. Und zwar, wenn man beispielsweise hinschreiben würde, dann schreibt man hier rein. Und zwar, wann wird denn das Release? Und zwar das Release-Datum von das da. Und wann kommt der Release? Wenn ich zum Beispiel sage, wird er schon kommen? Das ist auch so ein Nachteil. Ja, warte mal, ich muss es kurz mal so machen. So, ich habe mal kurz meine Dings hier gemacht. Zack. Ich lösche mal alles raus. So, ja. Dass ihr besser verstehen könnt. So, ich habe eine Bilderung was gemacht. So, der Release-Plan von Windows 11. Und jetzt stört er so ein Windchen. Der macht einen Rotton, ey, sagt man das? Der Lüftung, sage ich, Lüftung, ja. Da steht, da können wir auf Deutsch mal übersetzen lassen zu können. Deutsch überlassen zu können. Da steht drin, der Logo ab 11 Uhr. Okay. Bilder gibt es natürlich auch. Es gibt natürlich, die Leute wollen das natürlich präsentieren, dass bald Windows 11 bald angekündigt wird. Das heißt, die Windows 11 Sachen, Betriebssystem sollte allgemein Windows 10 gibt es ja kaum Support. Und die sollen einfach den Support anfangen zu stoppen. Den Support, aber jetzt kommt Windows 11 dran. Da gibt es einfach auf YouTube welche Sachen, die sagen, ja, das kommt Windows 11, aber es steht auch keine Angebote. Man das mal so ab vorab was bestellen kann, aber man sieht das hier, aber man sieht das. Ja, wenn ich zum Beispiel auf der Scheule rausgucke, dann gucke ich nochmal mit euch nochmal nach. Und jetzt werde ich von hier von Infen ja gemacht. Oh Gott. Ja, jetzt habe ich nichts rausgefunden. Also ich habe nur offiziell Trailer abgeguckt. Also ich habe 11 offizielle Trailer geguckt. Und noch andere Sachen.
Ja. So, wollte das Video nicht so aufhalten, dann würde ich sagen, Windows 11 können wir nur auf der Zeit freuen. Also man kann man es freuen auf Windows 11. Also man kann man freuen, dass eigentlich mal Microsoft auch mal ein neues Betriebssystem auf den Markt bringt. Ja, da können wir alle mal freuen. Und da haben wir im Laufe der Zeit ein bisschen Arbeit gegen die Ressourcen da und alles wird reingesteckt. Und die originalen Rechner würden natürlich noch mit Windows 10 noch kompatibel sein. Aber es soll noch bald Windows 11 kommen. Die ganzen Computer, die originalen Computer, sie sollen ja ausgestattet sein bis, ja, bis anderen neuen Jahr. Und dann soll alles mit Windows 11 abgestattet sein. Da wird dann natürlich auf euer Rechner noch Windows 10 noch drauf laufen. Ich kann mal nachschauen, was mit Windows 10 Support eigentlich da eigentlich. Kann es kurz mal nachschauen. Ja, jetzt hörte meine ganze Support. Wo ist er denn? Supportende. Ja, hier steht auch drin, dass der Support dann irgendwann ausfällt. Bald, hier steht der Windows 11 Support. Fällt dann Support dafür Windows bald. Okay. Das heißt, da müsst ihr mal gucken. Aber wenn der Beispiel der Support dann wegfällt, dann. Ja. Wird es haufenweise im Juni da angekündigt. Also im Juni. Finde ich auch sehr traurig, dass man jeden Tag upgraden muss und dann das machen und dann ist der nächste Support dann weg. Aber ja, egal. Gehen wir einfach mal irgendeine ein. Gehen wir einfach mal dieses Winfair ein. Winfair, mal gucken. Hallo. Gib mal Winfair. Da. Hab's gefunden. So. Ja, aktuell alles okay. Original. So. Wenn ich zum Beispiel Leute wie dir YouTube meinen, ja, Windows 11 interessiert mich, dann kannst du zum Beispiel welche Seiten, die verlinke ich hier mal, und zwar die verlinke ich alle. Und dann sage ich mal, verabschiede mich und man sieht sich. Tschüss, wiedersehen und tschüss.